Ich will eigentlich gerade los zum Plätzchenbacken mit unserer Gemeinde / Kirchenjugend. Und mir ist jetzt gerade eingefallen, dass ich vom letzten Plätzchenbacken, von dem ich ja ein bisschen enttäuscht war in Bezug auf die Ergebnisse, dass die alle... Oh, die riechen aber eigentlich ganz gut. Dass ich die noch alle hier in Förmchen, Förmchen ist nicht der richtige Begriff, in kalte Dosen habe und ich die, aber das sind nicht meine, sprich ich möchte die gerne zurückgeben und auch gerne zurückgeben, bevor jemand sie vermisst oder dringend braucht etc. Und jetzt ist mir wieder eingefallen, ich kann sie ja eigentlich einfach um Schichten in diese Plätzchendose, die wir geschenkt bekommen haben von meiner Oma. Eigentlich dachte ich, ich könnte die jetzt einfach mitbringen und dann nach dem Plätzchenbacken mit der Jugend abgeben. Aber die sind ja für mich dreckig. Das habe ich jetzt nicht sehr schön gemacht. Aber ich glaube, ich stecke sie einfach trotzdem ein, weil zumindest so viel wie da rein passt. Sieht auch ein bisschen netter aus, wenn es so eine weihnachtliche Keksdose ist. Genau, dann wasche ich die vielleicht einfach in der WG oder tue die da in die Spülmaschine. Sag mal. Hab sie dann trotzdem zurückgebracht und das nicht vergessen, weil ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal in der WG sein werde. Jetzt nicht irgendwie Leute darauf lange warten lassen oder ungeduldig oder traurig oder vielleicht auch sauer werden. Es haben tatsächlich alle genau reingepasst. Abfahrt.